Hey ho Leute, heute habe ich ein Mönch-Deck für euch. Und zwar ist es ein Control. Das Besondere an diesem Deck ist, dass dieses Deck mehr Leben hat. Das heißt, wir erzeugen durch Kreaturen oder Aktionskarten mehr Leben. Somit können wir länger aushalten gegen die ganzen Motherfucker und halten dann besser durch. Zur Erläuterung. Wir haben einmal den Ungolem. Der gibt uns die ganzen Assassinen auf die Hand, also später dann, wenn wir die dementsprechend ziehen. Die haben 3-3, Gift und wir ziehen Karten nach. Das ist dann schon sehr wichtig. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Lebensgeschichte, und zwar der Bruma Geschäftsmacher. Ist jetzt nicht so arg viel, was der generiert. Der generiert einen Lebenspunkt pro Kreatur. Jedoch, wenn man ihn mit der kaiserlichen Verstärkung kombiniert, dann hat man auf einmal 4 Leben dazu. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Wir haben zur Verteidigung den Kriegergildenrekruten und erhalten wieder Leben durch den Priester der Monde. Er ist auch wieder eine Prophezeiung, das heißt, wenn wir den durch eine Rune, durch eine aufploppende Rune ziehen, können wir halt somit gleich wieder ein bisschen Leben generieren. So, verschafft uns Zeit, um dann mit stärkeren Kreaturen die anderen Kreaturen oder das Board eben freizumachen. Den abgeschworenen Führer, der gibt uns eine Kreatur wieder zurück, wie zum Beispiel die Riesenfledermaus oder den Priester der Monde, wo es sich halt wirklich mal lohnt, oder sogar den Ungolem, um den noch einmal ausspielen zu können, ist schon wirklich sehr, sehr praktisch. So, dann haben wir Diebstahl. Füge deinem Gegner 3 Schaden zu und bekomme 3 Gesundheit. Da schneiden sich die Geister. Ich möchte es mal mit dieser Karte probieren. Die wird schon sehr, sehr selten eingesetzt. Aber in dem Deck würde sie sogar ganz gut passen. Der Hausgenosse, einer meiner Lieblingskarten. Letzter Atemzug, füge 3 Schaden zu und bekomme 3 Gesundheit. Summa summarum, mit der ganzen Kombination kommen da schon jede Menge Leben zusammen. Dann haben wir Riesenfledermaus, die auch wieder Entzug hat. Und dementsprechend Sturmangriff. Skoomhändlerin ist auch super mit der Riesenfledermaus zum Beispiel mal kombinierbar. Dann haben wir gleich mal einen Tod für die Kreatur, die wir dementsprechend angreifen. Göttlicher Eifer, ganz wichtig. Die könnt ihr auch ruhig 3-mal ins Deck tun, die habe ich diesmal nur 2-mal rein. Kaiserliche Verstärkung lässt sich damit natürlich auch wieder prima kombinieren. Kampflustige Viper, Sturmangriff und tödlich, um einfach mal eine große krasse Kreatur zu entfernen. Dann Mondschein, Werfledermaus. Wir bekommen durch die wieder einen Zug und die hat auch Prophezeiung. Also sehr gut. Schwarmverteidiger, unsere Mauer in der Not. Der durchdringende Speer, um einfach auch wieder die Kreaturen zu entfernen, die wir nicht gebrauchen können. Dann Klippenläufer, Sturmangriff. Ist auch sehr praktisch, wenn der kommt, dann können wir auch gleich wieder das Board Control übernehmen. Seelenruhmmarschall, ich hoffe, dadurch, dass wir ja so viel Leben generieren, können wir durch ihn auch, wenn wir eben mehr Gesundheit haben, eine Karte mit 5 weniger ausspielen. Das ist sehr, sehr gut, den habe ich jedoch nur 2-mal rein, dadurch, dass wir jetzt nicht so viel Card Draw haben, auch nicht immer die Möglichkeit haben, irgendeine Kreatur auszuspielen. Die möchte ich mir dann noch eher aufsparen, um eine starke Kreatur zu spielen, wie zum Beispiel eine Quinn, Knur, Einbrecherin oder einen Manicore oder Wing. Ja, jedenfalls haben wir dann auch noch Plündern. Ist als Prophezeiung 6 Magiker, ganz klar, aber ich hoffe einfach, dass ich ziehe als Prophezeiung, verursacht 3 Schaden und man bekommt wieder 3 Gesundheit. Die Einbrecherin, die habe ich ja schon eigentlich vorgestellt, aber ich stelle es nochmal vor. Sie hat Dieb und Entzug, das heißt, wenn sie ins Gesicht angreift, bekommt sie +4/+4 und das jedes Mal. Und wir bekommen das Leben davon. Tazkat, der Rudelanführer, durchbrechen, Sturmangriff, letzter Atemzug und damit beschwört er auch so ein 4-4er Durzok-Hund. Sehr, sehr stark also. Manicore tötet eine Kreatur in derselben Reihe und dann der Oderwing, um am Schluss nochmal ein bisschen aufzuräumen. Hier und da kann man natürlich Kleinigkeiten verändern, je nach Geschmack. Wir wollen es aber erstmal so testen, wie das Deck denn so funktioniert. Da wären wir auch schon. So, dann bin ich mal gespannt, wie das Deck so an sich läuft. Ja, den Bruma Geschäfte machen, den könnten wir eigentlich lassen. Da
Klippenläufer ist für den Anfang, auch wenn er 5 Magiker hat, auch gar nicht so schlecht, vor allem wenn wir Magiker haben. Die Skumhändlerin jedoch brauchen wir nicht. Ja, das sieht doch okay aus. Wir versuchen jetzt mal in diesem Spiel ihn mit unserem Leben zu übermannen. Ja, das ist halt scheiße, ne? Ja, aber die können sich halt aufheben. Wenn ich jetzt ihn spiele, heben die sich auf. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Wir können aber auch den Bloomer-Typen spielen. Dann in der nächsten Runde den Kriegergilden rekruten. Dann hätten wir auf der rechten Seite wenigstens ein bisschen Control. Es gibt immer einen Plan. Ich meine, Leben. Wie uneinfallsreich kann man sein, um so einen Namen zu generieren? Das ist ohne Scheiß. Hast du keine Träume, Mann? Er möchte scheinbar keine Sachen machen. Dann würde ich sagen, überfordern wir ihn doch einfach mal ein bisschen. Planänderung. Und rushen. Dann rushen wir doch einfach mal. Machen wir aus einem Kontrolldeck ein Rush-Deck. Schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Ich bin der Meister der Improvisation. Ich bin bereit und diene. Ja, der ist halt nicht so toll, ne? Aber den können wir loswerden. Das war mit der Kampfüber. Und der ist mir echt zu gefährlich. Zack, zack. Nicht in die Quere. Wir ballern weiter rein. Versuchen immer mehr Leben zu generieren. Kynaret, Geist des Himmels, leite uns. Das ist halt auch schon wieder doof, ne? Okay. Leben, überleben. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Leben, überleben. Ballern wir raus den Dreck. Und mit dem Kriegergilden-Rekruten da. Ja, da werden wir uns verteidigen, falls dann nötig. Tipp, 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 tipp. Nur Mut, Soldaten. Was ist das denn für einer? Held von Anvil. Er kostet 1 weniger für jede in diesem Zug beschworene Kreatur. Ui, interessant. Interessant. Hätten wir es damit an. Dann damit. Nicht in die Quere. Dann da. Okay. Jetzt ploppt mal eine Prophezeiung auf. Nein. Ich lebe um zu dienen. Okay, da kommen wir dran vorbei. Können ihn damit wegballern. Wir gehen ins Gesicht. Da ploppt wenigstens noch nicht mal eine Prophezeiung auf. Ist doch schon mal super. Und die Chancen. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Jetzt wieder sehr schlecht. So schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann es gehen. Dann verteidigen wir uns doch mal hier. Und hier machen wir sowas. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Wir haben immer noch sehr viel Schaden in diesem Deck. Insofern er nicht sehr viel Heilung besitzt, hätten wir noch eine gute Chance. Gut, er muss ihn vernichten. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Ich meine, bis wir Oderwing spielen können, das dauert ewig.
standhaft, Brüder. Dann machen wir sowas hier. Wir können ins Gesicht gehen. Jetzt fehlen nur noch 3 Schaden. Und die machen wir dann mit Plündern. Ich werde den Hist beschützen. Das ist perfekt. Soldat, und das auch. Eure Befehle. Alles vollkommen okay. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ein feiner Kampf. So. Und auslöschen. Ausgelöscht. Okay, jetzt habe ich euch ein Kontrolldeck gezeigt, das rusht. Hey. Vielseitig einsetzbar ist doch cool. Okay. Ja, das war... Das war jetzt ziemlich rushmäßig. Leute, dann machen wir doch lieber noch eins, wo wir ein bisschen ja den Kontrollpart von diesem Deck mal ausprobieren. So, da wären wir. Den brauchen wir noch nicht, den hier sowieso nicht. Da haben wir den Hausgenossen. Und der Ungolin zum Anfang, das ist natürlich prima. Möge dir stets auf warmen Sand laufen. Die Mutter der Nacht wird uns leiten. Ja, Oderwing ist natürlich jetzt eine ziemlich tote Karte. Alpha Pro Mega. Ja, der hört sich ziemlich stark an. Ja, mit sowas habe ich schon gerechnet. Den Hausgenossen aber noch? Die nicht. Da löscht er aus. Und dann spielen wir mal die kaiserliche Verstärkung. Eure Befehle? Erhitzen wir mal die Gemüter. Okay. Das war scheiße. Wir können aber immer noch einigermaßen gegenhalten. Mit der kampflustigen Viper könnten wir den hier auslöschen. Aber es ist halt die Frage, ob wir das auch wollen. Weil gerade turnt mich der Zug nicht so an. Ist ja ganz nett, dass wir den dann loswerden. Aber was dann? Dann spiele ich doch lieber den Doma Geschäftemacher. Es gibt immer einen Plan. Und warte ab. Ich meine, wir haben noch genug Möglichkeiten, Leben zu generieren. Also wenn wir ein bisschen Leben verlieren, ist es jetzt nicht so schlimm. Ich bin zu allem bereit. Mich überlisten die nicht. Jetzt haut er halt raus, ne? Okay. Wenn ich falle, so. Holt mich der Hist zu sich. Und... Und so natürlich. Ballern hier auch raus. Jetzt soll er mal kommen.
Der muss reingehen. Da ploppt's auf, da können wir Hausgenosse gegen Hausgenosse spielen. Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Okay, wie ihr seht, das ist ein Rusher-Deck. Er versucht so viel Schaden wie möglich zu machen. Ich reite wie der Wind. Der ist besonders schlimm. Und wir haben halt noch sehr viel Zeit bis Odarin. Das ist doof. Dann spielen wir den Hausgenossen. Überlisten die nicht. Göttliche Alpha raus. Geist des Himmels leite uns. Und machen auch ein bisschen Schaden. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Wenn er jetzt ein paar Runen ploppt, kommt mir das eigentlich ganz gelegen. Die Chance ist ziemlich hoch in diesem Deck, dass wir eine Karte bekommen, die uns Leben generiert und Schaden macht. Okay, das ist gut für ihn. Viel zu einfach. Sehr gut. Für Blut und Glaube spürt meine Zorn. Okay, da ziehen wir wenigstens da ein bisschen nach. Das sind gute Möglichkeiten. Was haben wir denn da jetzt? Wir haben 6. Es fehlt eigentlich nur ein Schaden. Ja, da haben wir eigentlich schon gewonnen. Viel zu einfach. Ballern wir erstmal damit rein. Dann damit. Ihr kommt mir nicht dann in die damit. Klär. Und jetzt plündern. Und schon konnten wir auch dagegen halten, meine liebe Leute. Bam. Das war jetzt zwar auch nicht so kontrollig, aber ihr habt gesehen, wie das Deck so funktionieren kann. Das war mir wichtig. So, dann lasse ich euch noch an meiner Belohnung teilhaben. Aha! Ganz nett. Okay, Leute. Das soll's zu einem Monk Control sein. Probiert's einfach mal selbst nach, baut es nach. Schreibt mir in die Kommentare, wie es denn funktioniert hat bei euch so. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, auf Wiedersehen.